Ihr lieben wahrheitssuchenden Seelen, ihr Forscher, ihr Dringer, ich begrüße euch sehr hier auf diesem Kanal. Ich bin Beatrice Gabriel, ich bin Urschamanin und Begründerin des Anahat-Zentrums für geistige Evolution und Transformation. Vorweg wieder der Disclaimer: Alles, was ich hier sage, entspringt meiner persönlichen Weltsicht, meinem Denken, das sich auf dem Weg mit Gott sehr, sehr verändert hat. Und du bist mit allem, was du hier siehst und hörst, 100% in deiner Selbstverantwortung und bist damit verantwortlich, zu prüfen auf den Wegen, die dir zur Verfügung stehen, zu schauen, was kannst du denn und möchtest du davon in dein Weltbild integrieren. Ich habe bereits Videos dazu gemacht, wie man Wahrheit für sich prüfen kann. Für alle die, die das interessiert, hier also der Link dazu. In diesem Video heute soll es mir um das Thema Denken gehen und Werte und Persönlichkeit. Die Wertearbeit ist ja in der Psychologie ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir prüfen im Klientengespräch immer wieder, was hat der für Werte oder die und welche Werte machen vielleicht den Menschen einfach krank. Und dann versuchen wir, also nicht wir, ich bin kein Psychologe, ich habe zwar Psychologie studiert, aber bin kein Psychologe. Das heißt, die Psychologen versuchen dann, dieses Wertesystem zu korrigieren. Frage. Und darüber bitte denkt jeder selber nach und ich hoffe, das sehen auch Psychologen. Wenn ich ein Wertesystem in einem Menschen korrigieren möchte, dann muss ich ein besseres haben. Und ist das so? Wer sagt das denn? Also, gut, wenn du persönlich, glücklich, frei in deiner Berufung, in deiner Sexualität erwacht, erblüht bist, dann mag es sein, dass du ein besseres Wertesystem hast. Aber besser und schlechter, weißt du denn nicht, ob das Wertesystem da, wo der Mensch gerade ist, nicht dient? Für mich ist es also schwierig, Werte zu korrigieren, was nicht heißen soll, dass es nicht Werte gibt, die echt überprüft werden müssen. Hundertprozentig, da gehe ich mit. Aber wer sollte sie überprüfen? Der Mensch in seiner Selbstverantwortung, in meiner Weltsicht. Ich gebe hier mal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Trinitäres Denken Seminar weiter. Das hier ist mein Zauberstab für trinitäres Denken und er enthält hier den dunklen Pol, den lichten Pol und die Trinität, die Ganzheit. Und wir untersuchen mal einfach so zwei, drei Werte zusammen und gucken mal, ob es denn wirklich den schlechten Wert gibt und den guten. Das Problem ist, jede Wertuntersuchung, die so gemacht wird, die wechselt nur den Pol. Aber wenn ich einen Pol ausschalte, wechselt der sofort in den anderen Pol. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir das Thema Demut und Hochmut. Wenn ich Demut zum Beispiel, oder ja, Demut wird ja meistens eher als was Gutes bewertet, ja, dann ist die Frage, was hängt denn da alles dran an der Demut? Demut heißt dann, also hier muss erstmal ein Wert untersucht werden. Was ist überhaupt für dich Demut? Demut heißt also immer demütig den Kopf senken und zu allem Ja und Amen sagen. Aha, und das soll immer gut sein? Da kann ich dir jetzt schon drei Beispiele sagen, wo das nicht immer gut ist. Zum Beispiel, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, dann bringt dich das in die Hölle. Schwupp, ist die Demut hier. Dann nehmen wir mal das Thema Hochmut. Hochmut finden in der Regel alle doof. Hochmütig will keiner sein. Gut, dann musst du ja demütig sein. Und wie ist das dann? Dann bist du schon wieder in diesem Wechsel. Weil Demut funktioniert nicht immer. Und was ist Hochmut überhaupt? Hochmut heißt ja auch, also Hochmut heißt, ich überhöhe mich über jemanden. Und das ist definitiv auch nicht in Ordnung. Ja? Aber wenn ich jetzt also davon ausgehe, ich bin auf Augenhöhe mit jemandem, dann bin ich nicht hochmütig.
Das stimmt schon. Aber heißt Augenhöhe denn tatsächlich, dass ich jetzt nicht mehr weiß als du? Wenn ich mit einem dreijährigen Kind zusammen bin, das noch viel, viel lernen muss, dann begegne ich diesem Kind schon auf Augenhöhe, weil ich weiß, es ist Gottes Kind, genau wie ich. Und es hat Gaben mitgebracht, genau wie ich, die einzigartig sind. Und ich begegne ihm als freies Wesen. Aber natürlich werde ich nicht den Fehler machen, mich auf das Denken des Dreijährigen zu reduzieren. Der erlebt eine ganz andere Welt als ich. Ja? Aber bin ich jetzt hochmütig, wenn ich zum Beispiel heult der Dreijährige ganz, ganz dolle, weil sein rotes Auto kaputt gegangen ist? Und er denkt, da hing jetzt nun sein Seelenheil dran. Ich weiß aber schon, dass es noch ganz viele rote Autos gibt und doch tolle grüne und blaue und vielleicht noch viel coolere als das. Ja. Und vielleicht sage ich ihm, das wird schon nicht so schlimm sein. Wir gucken einfach mal. Es gibt bestimmt auch noch was anderes, mit dem du spielen kannst. Vielleicht will Gott jetzt einfach gerade nicht mehr, dass du mit dem roten Auto spielst, weil du was anderes entdecken musst und sonst fixiert bist auf dieses rote Auto. Ja, lieber Dreijähriger. Naja, so würde ich natürlich nicht mit dem reden, aber so ungefähr, ja, sinngemäß. Und so würde ich auch mit jedem 30-Jährigen reden, der sich gerade darüber aufregt, dass sein rotes Auto in Form von irgendwas kaputt gegangen ist und das nicht mehr geht. Würde ich auch sagen, das wird seinen Sinn haben. Gott wird was anderes für dich haben. Du sollst auch mal weitergehen. So. Und wenn ich dann hochmütig, wenn ich einfach zu dem stehe, was ich schon gelernt habe und auch weiß, dass der andere das Lernen noch lernen muss, weil ich das sehe auf dem Stand, wo ich bin. Ist denn ein Abiturient hochmütig, wenn er einem Fünftklässler Rechnungen erklärt, die er schon lange lösen kann? In meinem Wertesystem ist es nicht so. Er wäre hochmütig, wenn er sagt, naja, ey, komm hier, kannst du wohl nicht oder was? Aber er ist nicht hochmütig, wenn er einfach nur sieht, okay, derjenige ist auf einer anderen Lernstufe. Und dann sollte er demütig sein, ja, in Dankbarkeit dafür, dass er das schon erfahren hat und lernen kann. Und demütig dienen. So. Aber wenn der Fünftklässler jetzt zum Beispiel total Scheibe spielt und alles, was er nicht begreift, auf seinen Lehrer projiziert, du erklärst das einfach nur doof, ich kann das gar nicht verstehen, ich will das eigentlich auch gar nicht verstehen, aber das sage ich jetzt nicht, ich sage einfach nur, dass du doof bist. So. Habe ich ganz oft in Sitzungen das Phänomen. Und er ist jetzt immer weiter am Dienen? Nein, das geht auch nicht, weil er da Konsequenzen abnimmt. So. Ist er dann hochmütig, wenn er sagt, geh du mir doch aus der Sonne, du dann sieh doch zu, wo du deine Rechnungen lernst, wenn du dich hier mir gegenüber nicht benehmen kannst als Lehrer? Ist das automatisch Hochmut? Wir merken also, es ist alles sehr zu überprüfen. Ich glaube, dass beides nicht richtig ist. Weder Demut noch Hochmut. Ja? Wir brauchen Anmut. Wir brauchen die goldene Mitte. Wir müssen wissen, wann Demut wichtig ist und auch vor wem. Demut kann heißen einfach, ich bin demütig für das, was ich erfahren habe und gebe es weiter. Ja, aber das heißt nicht, dass ich mich anbiedern muss. Gern wird mir auch mal gesagt, du hast es doch alles von Gott umsonst bekommen. Naja, also wer das glaubt, ich weiß nicht. Also umsonst war auf diesem Weg mit Sicherheit überhaupt nichts. Ja, ich habe unendlich viel gelitten, um das herauszufinden, was ich herausgefunden habe. Und ich habe auch viel, viel Geld bezahlt. Also nicht nur in Form von Tausenden von Büchern, von Hilfsmitteln, von Homöopathie, von Sitzungen bei irgendwelchen Heilern und so weiter und so fort, für Seminare, für Ausbildung. Ich habe viel Geld bezahlt für mein Studium und ich weiß trotzdem, alles, was ich erhalten habe von Gott, ist schlussendlich. Das heißt nicht, dass es umsonst war. Und deswegen muss ich es auch nicht umsonst weitergeben. Beziehungsweise ich darf es gar nicht umsonst weitergeben, weil es sonst nicht geschätzt wird. Ja?
Wenn ich Wissen weitergebe, muss ich hier sein, ja, also weder hier noch da. Ich muss mir schon bewusst darüber sein, dass ich ein außerordentliches Wissen habe, ja, und da braucht Selbstbewusstsein und auch ein nicht Hochmut, sondern eine Anmut zu wissen, das weiß ich. Ich bin mir meiner selbst bewusst und sicher darin. Und da darf ich mich auch gut und groß fühlen und da darf ich auch stolz drauf sein. Stolz heißt nicht gleich, ich bin hochmütig. So. Und wenn ich das in der Demut tue, der Dankbarkeit für das, was ich erhalten habe, die Fähigkeiten, die ich hatte, durch diesen Weg zu gehen, dann bin ich sehr schnell hier. In der Anmut. Ich überhöhe mich über keinen, ja, aber ich kann es durchaus wahrnehmen, wenn jemand einfach noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung. Und dafür bin ich ja auch da. Für die Menschen, die eben noch nicht so weit sind. Und wir sehen also, ein Wert ist hier nicht gleich ein Wert. Und es gibt gar keine Werte, die man sonst wie tauschen kann. Ja? Weil immer, wenn ich mich auf einen Wert konzentriere, klappt automatisch der Schattenpol dieses Wertes auf. Allein an dieser Geschichte seht ihr, wie diffizil das ist. Ich nehme nochmal einen anderen Wert, der auch ganz gerne, sag ich mal, Bus schief läuft. Zum Beispiel geben und nehmen. Ja? Geben, ja, das ist immer gut. Ja, geben ist seliger, denn nehmen. Das stimmt auch. Das ist auch eine Wahrheit und die steht auch in der Bibel. Aber die muss mal in den Kontext gesetzt werden, Leute. Das Problem bei diesen spirituellen Fallen sind die einzelnen Wahrheiten, die nicht mehr in einen Gesamtkontext gestellt werden. Und deswegen gibt es hier auch so viele Videos und so viel zu sagen, weil nicht eine Sache an einem Satz festgemacht werden kann. Wenn ich bei Geben ist immer seliger denn Nehmen bin, dann werde ich im narzisstischen Missbrauch landen, hundertprozentig. Ich werde ausgebeutet werden ohne Ende und ich werde dafür nichts zurückerhalten, weil Gott möchte, dass du weißt, was du wert bist. Und das geht nur, wenn du ausgenutzt wirst, wenn du so einen Wert wie Geben ist seliger denn Nehmen hast. So. Du musst wissen, wann Geben das Richtige ist und wann Geben auch echt sich in den Schattenpol verkehrt. Wenn du jemanden hast, der nur undankbar ist, wie soll der denn lernen, dankbar zu sein? Wie soll der denn lernen, dich und deine Hilfe wertzuschätzen? Wenn du immer gibst und gibst, derjenige kann sich ja gar nicht entwickeln. Das heißt, hier ist Geben dann ganz schnell im Schatten. Und die Frage wäre hier, warum gibst du denn da noch? Das wäre zu korrigieren. Weil ich es nicht aushalte, nicht die Gute zu sein. Weil ich es nicht aushalte, wenn es dem anderen schlecht geht, obwohl ich weiß, dass es das Richtige für ihn wäre. Wären hier meine ersten Ideen. So, das heißt, auch das muss in die Mitte. Ich gebe das, was gebraucht wird, wenn es gebraucht wird. Und nicht mehr und nicht weniger. So, also, woran man sich so ein bisschen festhalten kann, ist, kein Wert ist kein Wert. Ich muss also immer überprüfen, ist es jetzt gerade das Richtige oder nicht? Und auch hier empfehle ich wieder mein Video, wie prüfe ich Wahrheit? Wenn du mit deinem Herzen verbunden bist, wirst du rausfinden, ob das jetzt gerade das Richtige ist. Ein großer, großer Fehler, der auf dem spirituellen Weg entsteht, ist folgender. Ein altes Mindset, was besteht aus einem Wertekonstrukt, was nichts anderes ist als die Persönlichkeit. Ja, oder das, was viele für ihre Persönlichkeit halten, sagen wir es mal so. Jemand, der meint, ich bin immer so und so. Das sind Werte, die Prinzipien und so weiter und so fort. Der ist mit Sicherheit keine Persönlichkeit. Der ist ein Wertekonstrukt. Und an dem muss er sich ganz doll festhalten. Und wenn er dann merkt, dass diese Werte in die Irre führen, ja, in die Sackgassen, und dann zum Beispiel in irgendeine Beratung geht oder so und so ein Wertesystem korrigiert werden soll, dann passiert ganz oft, dass einfach nur ein neues Wertesystem aufgestülpt wird.
Ja, zum Beispiel kriegt der Mensch dann mit, ach so, scheiße, ich war immer nur ein Narzisst. Das liegt nur daran, weil ich mich immer nur auf mich bezogen habe und nie auf die anderen. Naja, okay, dann fange ich mal an, was zu geben. Oh, ich kriege mit Mensch ja geben. Tatsächlich ist das seliger denn nehmen. Mir geht es richtig gut, wenn ich was gebe. So, und dann gibt er zum Beispiel nur noch. Na, das geht auch nicht. Ja? Und das heißt, wenn ich wieder mal dasselbe, den Menschen nicht mit sich selbst, mit seiner Seele, mit seinem Herzen verbinde, dann werden alles so eine bekloppten Wertekonstrukte sein. Und es wird nur getauscht. Im Prinzip wird das alte Denken ausgezogen und ein neues wird angezogen, was aber irgendwie wieder eine unpassende Jacke von irgendjemand anderen ist. Das ist dann irgendein Wissen aus Büchern oder aus Seminaren oder so, aber nichts, was aus einem selber heraus entspringt. Ein Wertedenken, da kannst du dich jetzt mal überprüfen. Das erkennt man ganz gut, wenn Menschen sehr schnell reagieren. Wenn es keine Beweglichkeit gibt und wenn sie immer gleich reagieren. So. Was nicht heißen soll, jemand, der irgendwann in seiner Seele angekommen ist, obwohl der ist immer für Überraschungen gut, der wird meistens nicht so reagieren, wie man das von ihm erwartet. So. Das macht vielleicht auch so dolle Angst an erwachten Leuten, weil sie einfach schwer einschätzbar sind, weil sie nach göttlicher Wahrheit handeln und nicht mehr nach irgendeiner menschlichen Moral. Ja. Und egal, was du an diesen Menschen heranträgst, der wirklich in seiner Seele ist, der wird das erstmal durch sein System kurz durchlassen. Der wird das prüfen, der wird gucken, was bewegt mich denn da, was kommt denn da jetzt raus? Der wird nicht gleich, na, das ist so und so, dagegen schießen. Ja? Das machen Menschen, die nach ihren Werten leben. Und Werte machen hart, sehr hart, weil es ist furchtbar anstrengend, Werten hinterher zu jagen. Also, mich hat das sehr entspannt und wenn dieses Thema weiter interessiert, den lade ich ein zu meinem Seminar, zu meiner Schulung Trinitäres Denken. Das kann man nämlich lernen, da gibt es mehrere Übungen für, wie man sich selbst in seinem Wertesystem hinterfragt, ja, und mal schaut, ob ich nicht in so ein Schwarz-Weiß-Geschichten hänge. Und das kann man alleine machen. Also. Sicherlich ist es immer dienlich, wenn das vielleicht gerade am Anfang noch ein bisschen unterstützt wird. Und, aber das muss ja von jemandem unterstützt werden, der schon so denken kann. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute. Aber ich sage auch nicht, es gibt keinen. Es gibt mit Sicherheit schon viele, 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 die zumindest auf die Spur des trinitären Denkens gekommen sind. Ja. Und ich glaube, dass das für die Zeit, in der wir leben, der Bewusstseinssprung ist und nebenbei das, was ich für geistige Evolution halte. Okay, na dann, ihr Lieben. Vielleicht reicht euch aber auch schon mein kleiner Zauberstab und die zwei, drei Beispiele hier, um mal zu schauen, habe ich nicht sowas auch? Gibt es nicht Dinge, die ich einfach als nur gut oder nur schlecht belegt habe? Und dann macht euch einfach den Spaß und überlegt mal, ob es nicht zu derselben Sache oder Handlungsweise, die ihr für gut haltet, ein Beispiel gibt, was euch einfällt, wo das Gleiche totaler Mist sein kann. Und das ist das Einzige, wie ich sage, okay, da kann es vielleicht am Anfang viel Unterstützung brauchen, aber manchmal braucht es nur einen Impuls. Und sowas wäre dann eben zum Beispiel in meinen Videos zu finden. Einfach ein Impuls, über den noch nie nachgedacht wurde, eine Frage mal weiterspinnen, ja, und mal selber überlegen. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch sehr, dass ihr also in der goldenen Mitte ankommt und spürt, dass diese Mitte sehr lebendig ist und nicht, wie viele sagen, die Mitte ist tot, es braucht das Spannungsfeld. Hier ist chaotische Schöpfung, ja. Aber gut, das alles im trinitären Denken. Also, natürlich ist hier ein Spannungsfeld zwischen den Polen, das will ich gar nicht abreden. Aber alle Schöpfungen, die aus diesem Spannungsfeld entstehen, die sind chaotisch. Die sind nicht schön, die sind nicht anmutig, die sind nicht fließend. So. Und im trinitären Denken, also hier gibt es auch ein Spannungsfeld dieser beiden Pole, aber sie werden hier zusammengebracht und die Schöpfungen sind dann fließend und schön. Das ist ein sehr viel leichteres Leben, mit dieser Art zu denken, kann ich nur sagen. Aus eigener Erfahrung hätte ich nicht gedacht, dass man so schön leben kann. Tatsächlich. Okay. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr in Frieden kommt mit euren Werten. Und
Ist das nicht die Erkenntnis über Gut und Böse, der Baum, von dem wir nicht essen sollten? Vielleicht, ehrlich gesagt, mit Sicherheit glaube ich, dass genau das gemeint war. Es gibt nichts auf Gottes Erde, was wir per se ablehnen sollten oder verurteilen sollten. Alles macht seinen Sinn. Die Frage ist nicht, ist das richtig oder falsch an Verhalten, an was weiß ich was, sondern ist es im Moment dienlich oder nicht? Ist es im Moment das Richtige oder das Falsche? Und dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter auf Gottes Spur. Also ihr Lieben, ich wünsche euch sehr, dass ihr in eure Mitte, in euer Herz kommt und da goldenen Frieden errichten könnt in euch und in der Welt. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.